alle, schön, dass ihr vorbeischaut. Wir machen heute eine Lightning McQueen Torte. Ich glaube, das ist die Torte für alle kleinen Jungs. Ich habe mich auf jeden Fall total gefreut, weil ich sowas ja nicht allzu oft mache. Und habe dann damit angefangen, dass ich mir Wunderkuchen angeschlagen habe. Den benutze ich ganz, ganz selten, das wisst ihr, glaube ich, weil der eigentlich nicht so mein Favorit ist. Für das, was ich aber vorhatte, war der optimal, weil der halt schön stabil, aber auch trotzdem feinporig und schön zart ist. Ich habe da das Rezept von der Nicole, von Nicoles Zuckerwerk genommen und habe das für die große Form, die ich hier habe, verdoppelt. Also ist auf jeden Fall deutlich mehr als das eigentliche Rezept. Das Ganze ist dann in meiner Kuchenform gewandert. Ich habe es ganz normal gebacken, habe das dann auskühlen lassen. Erklärt sich, glaube ich, alles von alleine. Und ja, nachdem das komplett ausgekühlt ist, arbeiten wir jetzt gleich damit weiter. Ich habe das Ganze eben einmal halbiert und gleich auch noch geviertelt. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ihr seht jetzt gleich auf jeden Fall, was ich meine. Was ich gerade auch noch angehalten habe, ist halt dieser Ausdruck von dem Auto, was ich mir einfach gegoogelt habe und dann halt gespeichert, ausgedruckt und das auf jeden Fall beiseite gelegt habe, damit ich da als Referenz so ein bisschen dran arbeiten kann. Gut, jetzt kommen wir zu dem Vierteln. Eigentlich ist es ja Vierteln, aber ich habe auf jeden Fall meine Hälfte halt nochmal durchgeschnitten und die fülle ich mir jetzt gleich. Was ihr zum Füllen benutzt, ist euch überlassen. Ihr wisst, dass meine persönliche Präferenz immer die italienische Buttercreme ist und das ist auch hier der Fall gewesen. Das heißt, ihr seht jetzt gleich, ich benutze eine gelbe Creme. Das ist die italienische Buttercreme mit etwas selbstgekochtem Lemon Curd, einfach nur aromatisiert. Deswegen ist die recht gelb. Da kommen wir dann auch schon zu besagtem. Beim Füllen war ich nicht so ultra großzügig. Also ich habe es nicht dünn gefüllt, aber ich habe auf jeden Fall nicht volle Pulle drauf gehauen. Wenn das Ganze zu viel gefüllt ist, dann kann das halt auch ein bisschen wackelig, ein bisschen zu weich werden, was nicht ganz optimal ist. Also da war ich eher auf der sparsameren Seite. Boah, das war schwer. Ja. Aber wenn ihr irgendwelche anderen bevorzugten Cremes habt, macht ihr natürlich das. Ich weiß, dass die Nicole und auch der Marcel Paar, der hat letztens auch so eine Torte gemacht. Die verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Der hat genau auch die Lightning McQueen Torte gemacht. Aber ich glaube, der hat mit Ganache gearbeitet. Ich gucke mal, dass ich euch auf jeden Fall auch seine Version unten in der Infobox verlinke, weil er hatte da eine ganz ganz leicht andere Herangehensweise, aber das seht ihr dann auch. Okay, ihr seht, ich habe meine Torte einfach erstmal gefüllt, ganz normal. Ich habe mir das Einstreichen vorerst gespart und schneide mir die jetzt nach meiner ausgedruckten Schablone einfach nur einigermaßen zurecht, damit wir da ungefähr auf die Form kommen. Ich bin da nie so pingelig, ich finde das nicht allzu schlimm, wenn die Form nicht 100% exakt ist. Wenn ihr da aber genauer sein möchtet, dann gebt euch da natürlich ein bisschen mehr Mühe. Ich denke, das Endergebnis war auf jeden Fall deutlich zu erkennen, dass es halt Lightning McQueen sein sollte und nicht irgendein anderes komisches Auto. Also für meine Verhältnisse war ich total zufrieden und es hat alles super funktioniert. Okay, was wollte ich noch anmerken? Jetzt in dem Bild sieht man das gerade nicht. Aber ich habe immer wieder mein iPad aufgemacht und habe mir da immer wieder Fotos dran angeguckt. Was auch sehr hilfreich ist, das hat der Marcel nämlich zum Beispiel gemacht, ist, wenn ihr das Auto tatsächlich vor euch stehen habt zum Anfassen, damit ihr da wirklich genau gucken könnt, wie die Proportionen sind und wie das am besten hinkommt. Ich hatte das halt nicht und musste deswegen nach dieser Papp-Schablone nacharbeiten, aber es hat trotzdem recht gut funktioniert. Gut, ihr seht, ich habe einfach erstmal dann ganz grob zugeschnitten und habe die Torte dann auch einmal relativ grob einfach nur eingestrichen. Da habe ich mir jetzt nicht allzu viel Mühe gegeben. Dadurch, dass wir die gerade erst frisch gefüllt haben, ist das Ganze halt noch super, super wackelig und dadurch nicht ganz so einfach. Das heißt, nachdem ich jetzt hier einmal grob eingestrichen habe, ist das Ganze für gute 2 Stunden in die Kühlung gewandert, damit die Buttercreme richtig schön fest werden kann und das Ganze halt schön stabil wird und wir halt einfacher arbeiten können. Das ist schon alles. Also unbedingt ein bisschen Geduld mitbringen, bitte. Und das Ganze in die Kühlung schmeißen, damit das ein bisschen fester wird und wir besser damit arbeiten können. Das war dann hier der Fall. Und hier könnt ihr jetzt auch sehen, dass das gar nicht mehr so hin und her schwabbelt, wie das halt vorher getan hat. Das ist alles ein bisschen stabiler, ein bisschen kompakter und fester. Und hier habe ich dann angefangen, mit so einem Sägemesser, einem feinen Sägemesser, mir die ganze Form einfach noch ein bisschen besser auszuschneiden. Ich bin nicht die Beste in 3D-Torten. Das ist auch persönlich einfach nicht das, wo ich
wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß dran habe. Ich mache das zwischendurch mal ganz gerne, aber es gibt auf jeden Fall andere Sachen, die ich lieber mache. Das heißt, wenn ihr wirklich mal richtig gute 3D-Torten sehen möchtet, dann solltet ihr da, wie schon ganz oft von geschwärmt, einfach bei der Nicole vorbeischauen. Die macht das einfach viel besser, meiner Meinung nach. Aber ich war trotzdem zufrieden. Gut, ihr seht, ich habe da noch ein bisschen zugeschnitten, habe das so ein bisschen der Vorlage nach einfach noch ein bisschen ausgearbeitet und habe dann hier mit neutraler, mit Vanillebuttercreme das Ganze schon noch einmal grob eingestrichen, damit wir auch da schon mal einige Krümel ein bisschen binden können und das Ganze auch wieder etwas stabiler wird. Ganz wichtig ist, dass ihr den Verschnitt von dem, was ihr da zugeschnitten habt, nicht wegschmeißt, bitte. Am besten in eine Schüssel sammeln, das Ganze dann zusammendrücken. Dadurch, dass da schon restliche Buttercreme dran ist, haben wir jetzt wie so eine Art Cake-Pop-Masse, was super, super gut ist, um da auch nochmal bestimmte weitere Details mit aufzuarbeiten. Wenn das Ganze bei euch zu bröselig ist, dann packt ihr einfach noch ein bisschen mehr Ganache oder ein bisschen mehr Buttercreme dazu, so wie ich das gemacht habe. Und dann könnt ihr das Ganze echt wie so Knete einfach formen und halt auf die Torte aufbauen, aufarbeiten. Das habe ich dann hier auch gemacht. Da gibt es nicht allzu viel zu erklären. Ja, machen wir gleich zusammen weiter. Meine Cake-Pop-Masse ist aufgearbeitet. Das Ganze wandert jetzt nochmal in die Kühlung. Das hier war dann nochmal bestimmt 90 Minuten später und meine Cake-Pop-Masse war zu dem Zeitpunkt dann auch richtig schön knackekalt, richtig schön fest. Und ich konnte mir jetzt richtig Mühe geben, das Ganze ordentlich und sauber einzustreichen, damit wir einfach da nachher einen schönen Untergrund haben für den Fondant. So, Mensch, das hat lange gedauert. Also nehmt euch da nachher beim Einstreichen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, auf jeden Fall genug Zeit. Bei sowas plane ich immer gerne viel Zeit ein, weil sowas macht nachher einen wirklich großen Unterschied. Den Trick kennt ihr, glaube ich, schon von mir. Und zwar habe ich mir einfach nur einen Frischkäsedeckel geschnappt und habe da die Ecken abgeschnitten, damit wir so ein schönes, flexibles Stück Plastik haben, womit wir super gut die ganzen runden Flächen abziehen können. Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Es gibt auch etwas, das heißt Flexi-Smoother. Die benutzt die Nicole zum Beispiel ganz gerne. Das sind extra, die kann man kaufen, das sind extra solche Plastikstücke, die dafür gedacht sind, sowas halt abzuziehen. Dadurch, dass ich aber so selten damit arbeiten würde, spare ich mir das Geld und mache das halt die ein, zwei Male, wo ich damit arbeite, dann einfach mit einem Frischkäsedeckel. Aber wenn ihr euch zwischendurch mal ein paar Fotos von der Nicole anguckt oder Videos so, dann werdet ihr das sehen, dass sie da super regelmäßig mitarbeitet und sehr zufrieden ist. Also wer sowas öfter macht, ist vielleicht eine Investition wert auf jeden Fall. Gut, ich habe dann nochmal eingestrichen und nochmal und habe da ganz einfach ganz viel Zeit und Geduld mitgebracht. Dann ist das Ganze bei mir in die Kühlung gewandert und da dann für boah, bestimmt nochmal gute 2 Stunden geblieben, damit es auch hier nochmal richtig schön kalt und einfach fest wird. Und nach dem Kühlen, was ich dann ganz gerne mache, die Methode habe ich euch schon mal bei normalen runden Torten gezeigt. Meine Buttercreme ist zu dem Zeitpunkt hier richtig hart und kalt. Und dann gehe ich auch nochmal super gerne mit meinem Hörnchen über meine Torte und nehme nochmal so richtig hauchfeine, ganz zarte Unebenheiten mit ab. Ich glaube, ihr könnt das auch an meiner Teigkarte, an meinem Hörnchen sehen. Dann nehme ich nur ganz, ganz kleine Mengen mit ab, aber dadurch wird die Oberfläche nochmal einen Tacken glatter und die Oberfläche einfach noch mal ein bisschen schöner. Das ist eigentlich ein ganz hilfreicher Tipp. Das hat mich dann auch noch mal ein paar Minuten gekostet und danach habe ich mich dann um meinen roten Fondant gekümmert und das eigentliche Einschlagen der Torte. Ihr wisst, ich bevorzuge mit Masaticino zu arbeiten. Das wissen, glaube ich, auch mittlerweile echt alle von mir. Ich habe jetzt hier einen fertig gefärbten roten Fondant von Masaticino genommen, weil der einfach richtig leuchtend rot ist, super, super schön rot und ich mir die Mühe nicht machen muss, das selbst einzufärben. Auch da verlinke ich euch gerne mal den roten Fondant unten in der Infobox. Ihr seht, glaube ich, die Farbe spricht für sich.
Ich habe mein Fondant ganz normal dann ausgerollt mit ein bisschen Speisestärke, damit nichts am Tisch klebt, und habe das Ganze dann auf mein Auto geschmissen. Das Einschlagen war eigentlich gar nicht so schwer. Ich hatte ein paar Luftblasen, die ihr, glaube ich, auch sehen könnt, was aber nicht so schlimm war. Die konnte ich nachher mit einer Nadel wieder rausholen und dann nachher auch mit Deko wieder ein bisschen verstecken. Also das ist halb so wild gewesen. Das Einzige, wo ich ein bisschen mehr arbeiten musste, war oben der Spoiler, heißt das, glaube ich. Da brauchte ich einen Moment mehr Zeit, um das wirklich ordentlich einzuschlagen. Hier war das dann halt jetzt komplett eingeschlagen. Der Verschnitt war abgeschnitten und ich habe mir dann den Fondant genommen und habe damit die komplette Torte einmal abpoliert, damit das Ganze richtig schön glänzt und einige Unebenheiten auch nochmal wegkommen. Und das war dann der grobe Einschlag. Ich habe mir dann noch ein bisschen schwarze Masaticino-Masse genommen. Die war auch fertig eingefärbt in Pitch Black. Ich glaube, ihr seht einfach, die Farben sprechen halt für sich. Und habe dann den schwarzen Fondant in meinen Fondant-Extruder gepackt mit dieser Schlitz... wie heißt das? Mit diesem Kreis vorne. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir auf jeden Fall so ein langes Band auswerfen lassen und habe das mit etwas Zuckerkleber einfach nur unten an die Kante von meinem Auto angeklebt. Tut mir leid, hier hatte die Kamera ein bisschen Schwierigkeiten, das Auto wirklich aufzunehmen. Dadurch, dass das Rot so gleichmäßig ist, konnte die Kamera den Fokus nicht richtig setzen. Aber ich glaube, ihr seht ja trotzdem, was ich mache. Ich habe auf jeden Fall unten dieses Band einmal rundherum angeklebt und habe das gemacht, damit das so aussieht, als wenn das halt nicht flach auf meiner Servierplatte liegt. Das ist ein ganz normales Schneidebrett, mal so nebenbei. damit das einfach aussieht, also wenn es nicht flach da drauf liegt, sondern wie halt eventuell zwischen Auto und Schneideplatte einen kleinen Abstand haben. Aber das ist euch überlassen. Okay, das war dann der erste Schritt. Gefiel mir schon viel, viel besser. Und bei mir ging es dann halt mit den Dekorationen weiter. Und dafür habe ich mir eine weitere Webseite zu Hilfe genommen. Die verlinke ich euch auch gerne mal unten. Die ist von Barbaras Backstube. Die hat auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf ihrem Blog zu genau dieser Torte, was für mich auch sehr, sehr hilfreich war. Das heißt, da habe ich mich auch so ein bisschen dran orientiert, habe mir die Schablone von ihr ausgedruckt, mit Papier auf Papier ausgeschnitten, dann aus Fondant ausgeschnitten und dann halt auf meine Torte aufgeklebt. Das kam bei mir nicht 100% hin, also ihre Vorlage war einen Tacken zu groß für das Auto, was ich halt hatte, was im Endeffekt nicht so schlimm ist. Man kann ja immer ein bisschen improvisieren, aber das war zum Beispiel auch sehr, sehr hilfreich für mich, dass ich da einfach plus minus eine Vorlage hatte, an der ich mich so ein bisschen orientieren konnte, was die ausgeschnittenen Sachen angeht. Also zum Beispiel das Fenster hier war sehr hilfreich. Das Ganze habe ich natürlich auf beiden Seiten gemacht. Immerhin gibt es zwei Seiten von Autos. Und habe das Ganze dann nachher auch noch an der Frontscheibe beziehungsweise an seinen Augen gemacht. Okay, kommen wir zuerst zum Mund. Da gab es keine Vorlage für, da habe ich einfach nur den Mund so ganz locker aus der Hand ausgeschnitten, ohne viel Schnickschnack. Die Form ist ja eigentlich ziemlich einfach und habe das auch mit ein bisschen Zuckerklebe angeklebt. Also wie das funktioniert, ergibt sich, glaube ich, von selber. Das war jetzt nicht allzu schwer. Kommt drauf an, auch hier wieder, was ihr für so eine Art Gesichtsausdruck ihr für den haben möchtet, könnt ihr natürlich verschiedene Formen des Mundes nehmen. Ich habe einfach nur so ein Lächeln gemacht. Fand das am charmantesten und am einfachsten. Gut, jetzt aber zu den Augen. Da habe ich mir einfach auch wieder ein großes Stück vorne ausgerollt, ungefähr auf die richtige Größe, habe das dann einmal angehalten und dann mir nochmal so richtig markiert, damit ich weiß, wie groß das sein muss. Auch hier kommen wir auch nochmal auf das zurück mit dem iPad. Das steht immer neben mir und ist halt eine super Referenz für das, was ich ungefähr vorhabe. Und da habe ich dann halt auch geguckt, wie die Augen zum Teil sind. Die waren immer unterschiedlich, komischerweise. Ich habe deswegen einfach so einen normalen Ausdruck genommen, wo ich, wie so eine Art B habe ich ausgeschnitten. Kann man das so sagen? Ich glaube schon, oder? Und habe das dann ausgeschnitten, auch ohne Schablone, einfach ganz locker aus der Hand, mit ein bisschen Zuckerkleber angeklebt. Und da war dann schon der Grundriss für die Augen. Das hat super funktioniert. Das habe ich mir etwas schwerer vorgestellt, um ehrlich zu sein, aber das war super.
Was ich als nächstes gemacht habe, ist einmal die Zahlen ausgestochen. Dafür habe ich mir ganz normale Zahlenausstecher genommen. Und für die Blitze an der Seite habe ich mir nochmal diese ausgedruckte Schablone von Barbaras Backstube zur Hand genommen. Habe das ausgeschnitten und dann aus Vollhand ausgeschnitten und das dann angeklebt. Also das war auch an sich wieder super, super einfach. Mit ein bisschen Zuckerkleber angeklebt. Das erklärt sich auch wieder von selber. Die Platzierung nachher dieser 95, was Lightning McQueen ja oben als auch, ich glaube, auf den Seiten hat, da war meine Platzierung bewusst nicht ganz optimal. Also normalerweise ist das schön mittig auf dem Blitz. Mir war das aber dann vorne ein bisschen zu nackig für das, was ich vorhatte. Deswegen habe ich die Zahlen zum Beispiel ein bisschen weiter nach vorne geschoben. Das seht ihr jetzt gleich aber auch nochmal. Also da habe ich mich nicht richtig akkurat dran gehalten, was ich nicht schlimm fand. Dadurch, dass das ein Geburtstagsgeschenk für den Moritz war, der kriegt schon die letzten Jahre so viele Torten von mir, habe ich dann halt oben drauf einfach nur Moritz und eine 4 gemacht, weil das Geburtstagskind halt 4 geworden ist. Das fand ich ganz schön, dass man das dadurch so ein bisschen personalisieren konnte. Und hier kommen wir dann halt zu den Zahlen, zu dieser 95. Das heißt, normalerweise kommt das halt wirklich mittig auf den Blitz oder relativ mittig auf den Blitz. Ich habe das aber etwas weiter vorne gemacht, weil ich fand das einfach ein bisschen schöner. Mir hat das so einfach besser gefallen. Aber da müsst ihr einfach mal schauen, was für euch am besten funktioniert. Was ich dann noch gemacht habe, ist, dass ich mir ein bisschen orangene Lebensmittelfarbe einfach so genommen habe, unverdünnt. Das hat super für mich funktioniert. Einfach auf den Pinsel, aber den Pinsel nicht mit der Farbe tränken, sondern den Pinsel relativ trocken lassen und dann damit die Zahlen als auch den Blitz so ein bisschen abgetupft, damit wir so einen ganz leichten Farbverlauf haben, weil das auf den Fotos auch immer wieder zu sehen war. Ja, man kann das auch ein bisschen aufwendiger machen, aber für mich hat das auch so super funktioniert und der Moritz hat sich so oder so super gefreut. Also da konnte man auf jeden Fall verstehen, worauf ich hinaus möchte. Da könnt ihr sehen, ich habe das dann auf beiden Seiten gemacht und mein nächster Schritt waren dann die Reifen. Dafür habe ich mir so einen runden, ganz normalen Keksausstecher genommen, habe den Fondant ausgestochen, da könnt ihr das halt sehen, das fällt dann halt runter, da kommt dann der komplette Fondant weg und da werden dann jetzt gleich die Reifen reingesetzt, damit es auch wirklich so aussieht, als wenn die Reifen aus dem Auto oder halt im Auto so ein bisschen drinne sind, anstatt nur vorne drauf geklebt. Das war mir relativ wichtig. Also da einfach nur ausgestochen, dann den Überschuss abgenommen und da kümmern wir uns jetzt um die richtigen Reifen. Tut mir leid, ich kann halt irgendwie nicht richtig sprechen. Dafür habe ich mir genommen nochmal den schwarzen Fondant, der schon fertig eingefärbt war. Habe das Ganze schön ausgerollt, aber nicht allzu dünn. Ich wollte, dass sie schon ein bisschen dicker haben, damit das einfach ein bisschen echter aussieht. Aber trotzdem ein bisschen Speisestärke genommen, damit da nichts dran kleben bleibt. Und habe mir dann den Trick zugute gemacht, mir eine Frischhaltefolie genommen und die Reifen durch die Frischhaltefolie ausgestochen. Und dieser Trick macht einfach nur, dass die Kanten von den Reifen durch das Ausdrücken halt so ein bisschen abgerundet sind, anstatt scharfkantig ausgestochen. Was ich für mein Projekt halt viel stimmiger, viel passender fand. Also da einfach Frischhaltefolie drauflegen, das Ganze halt ganz normal ausstechen und dadurch werden die Kanten runtergedrückt und das Ganze sieht so ein bisschen harmonischer, abgerundeter aus. Ich glaube, das erklärt sich ganz gut. Ja, so sah dann mein Ergebnis aus. Das habe ich dann natürlich mal 4 gemacht. Die Gute hat ja 4 Reifen. Habe mir dann ein Balltool genommen und in der Mitte das Ganze so ein bisschen ausgeholt, damit da jetzt gleich noch die in Anführungszeichen Felge reinkommt. Dafür habe ich das Ganze auch nochmal mit rotem Fondant gemacht, also roten Fondant ausgerollt, mit meiner Frischhaltefolie ausgedrückt und das dann da reingeklebt. Meine fertigen Reifen sind dann ohne Kleber einfach so in dieses Löchlein reingewandert. Die Buttercreme fungiert so ein bisschen als Kleber, was super praktisch ist. Und als letztes Detail habe ich mir so zuckerperlenartige Sterne genommen und habe die dann innen als Detail nochmal reingeklebt.
Mein letzter Schritt oder einer der letzten Schritte war, dass ich mir einen Ausstecher genommen habe, der Congrats sagt, also Gratulation, das oben auf die Motorhaube geklebt. Da hat normalerweise der Lightning McQueen ja, ich glaube, ein Logo oder sowas draufkleben. Sowas hatte ich nicht und wollte ich auch einfach nicht nachbauen. Das wäre mir zu aufwendig gewesen. Deswegen habe ich es mir da recht einfach gemacht, habe das Ganze dann aus marmoriertem Fondant ausgestochen und das dann oben drauf geklebt. Und das war dann das Endergebnis. Ach so, die Lampen erklären sich von selber. Ein Stück weißer Fondant aufgeklebt und mit der passenden Farbe angemalt. Tata, das war's. Moritz hat sich riesig gefreut. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Vergesst nicht, in die Infobox zu schauen für die ganzen Verlinkungen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben!